Es gibt junge Musikerinnen und Musiker, die Wettbewerbe gewinnen. Und es gibt andere, die auf den Konzertpodien der Klassikwelt die großen Auftritte haben. Eine durchaus des Öfteren anzutreffende Einschätzung in der musikalischen Wettbewerbsszenerie. Auch beim internationalen Josef-Joachim-Violin-Wettbewerb in Hannover war das der Fall, der jetzt zum 11. Mal ausgetragen wurde und dessen neue künstlerische Leitung, Antje Weithaas und Oliver Wille, nunmehr aber neue Akzente setzen wollten, quasi eine Neuausrichtung im Sinn hatten. Und Antje Weithaas, sie war einst die allererste Preisträgerin des Wettbewerbs, sich schon erstaunt zeigte, wie die jungen Künstler darauf reagierten. Was ich schon faszinierend finde, ist, dass sich alle dieser unglaublichen Herausforderung gestellt haben. Man darf ja nicht vergessen, die haben ein riesen Programm zu bewältigen in diesem Wettbewerb. Und dann noch diese spontanen Geschichten, wie zum Beispiel mit dem Haydn-Streichquartettsatz oder auch mit der Kamerata Bern einen ersten Satz Bartok-Divertimento einzustudieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele von den jungen Musikerinnen das nie gemacht haben. Und mit welcher Überzeugungskraft und auch mit welchem durchaus auch Selbstbewusstsein sie das angenommen haben, das finde ich schon faszinierend. Im Mittelpunkt der Neuausrichtung stand vor allem das Semifinale, das diesmal 8 Geigerinnen und Geiger erreichten. Zu Beginn gab es, wie zuvor auch schon, ein Mozartsches Violinkonzert. Dann aber, so betont Oliver Wille, betrat man Neuland. Wir haben nur 2 Sätze spielen lassen, denn eine besondere Aufgabe kam danach noch dazu, nämlich dass alle aus dem Orchester heraus von der Konzertmeisterposition aus das Bartok-Divertimento einen Satz daraus leiten mussten. Das heißt, sie verschwinden eigentlich aus der Solistenposition in eine Führungsrolle, in der sie in sehr kurzer Zeit einen musikalischen und instrumentalen und ja einen leitenden Stempel auf ein eingespieltes Ensemble setzen mussten. Und das war erstaunlich toll, wie die Kamerata Bern das auch gemacht hat. Denn wir haben tatsächlich 8 verschiedene, sehr verschiedene Bartok-Divertimenti erleben können. Der zweite Teil, dort war die Aufgabe, ein Rezital zu programmieren zu einem Text, inspiriert von einem Text, den alle erst vor 8 Wochen bekommen haben. Das ist ein philosophischer Text von Caroline Emke über die Heimat, über das Gefühl von Heimat aus der Heimat wegziehen, in eine neue Heimat kommen. Eigentlich etwas, was jeder Musiker, jede Musikerin kennt, denn man hat irgendwie immer das Gefühl, dass man als Künstler irgendwo anders hin muss, sich verändern muss. Und was ist dann unser eigener Heimatbegriff? Dort musste man sich programmatisch zu verhalten und die Schwierigkeit, zusätzliche Schwierigkeit war, dass es noch einen Haydn-Streichquartett-Satz gab mit meinen Kollegen vom Kussquartett, der eingebaut werden musste und dieser Satz war nicht bekannt, bis 40 Stunden vor dem Auftritt. Also nach der Mozart-Runde haben alle hinter der Bühne die Partitur dieses Haydn-Satzes bekommen, mussten in Windeseile eigentlich über Nacht sich diese Partitur aneignen und mit nur einer Probe dann aufführen. Für Chiara Sanincandro war es ein cooles Semifinale, wie sie selber sagt, weil man doch eine große künstlerische Vielfalt zeigen konnte und als besondere Herausforderung sich zudem als Programmgestalter beweisen musste. Ich musste schon ein bisschen länger überlegen, weil ich nicht unbedingt jetzt geografische Heimatwerke nehmen wollte, weil also ich bin in Österreich geboren, aber meine Eltern sind aus Italien und Deutschland, also ich fühle mich nicht so richtig österreichisch oder deutsch oder italienisch und deswegen
dachte ich mir dann, was kann Heimat noch bedeuten für mich? Zum Beispiel die Brahms-Sonate ist sozusagen, wird auch irgendwie Liebessonate genannt, und für mich Heimat hat viel damit zu tun mit Leuten, die man liebt und wo die wohnen, und da fand ich Brahms ganz passend. Und dann Szymanowski, er hat so ganz viele europäische Einflüsse, dann dachte ich mir, das passt auch. Und Bartok hat ja so unglaublich viel Volksmusik und sowas geschrieben, also da kommt dann auch irgendwie Heimat wieder ins Spiel. Die Vielzahl der Werke sowie die klanglichen Facetten, die die Teilnehmer für ihr Rezital auswählten, war erstaunlich. Wobei der Begriff Heimat natürlich schon im Vordergrund stand. Und nicht selten auch die bisherigen Lebenswege der jungen Künstler, etwa bei Sara Domjanic, eine wichtige Rolle spielt. Also ich wollte so viel Facetten wie möglich zeigen in dem Rezital. Und mit dem Thema Heimat muss ich mich schon auseinandersetzen, weil also ich bin in Liechtenstein geboren, aber bin halb Kroatin und halb Österreicherin. Und ich wusste, dass ich ein Haydn-Quintett spielen muss. Und dann dachte ich, okay, das passt schon mal. Ich war auch in Österreich in der Schule. Und dann mit Kroatien, das wusste ich nicht, soll ich einen kroatischen Komponisten nehmen oder soll ich lieber ein Stück nehmen, wie zum Beispiel von Isai, das Si vous saviez, das ist ein Gedicht von Sully Prudhomme, wo es eigentlich um diese Nostalgie der Heimat geht. Für ein Fazit dieses neu ausgerichteten Wettbewerbs ist es noch viel zu früh. Und die Frage, ob man jetzt endlich eine künstlerische Persönlichkeit gefunden habe, die demnächst die Konzertpodien der Welt erobert, dürfte frühestens in 2 Jahren beantwortet werden können. Oliver Wille aber sieht zumindest in den ersten Reaktionen aus dem Teilnehmerkreis eine Bestätigung, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Also ich habe wahrgenommen tatsächlich eine sehr positive Unsicherheit. Man kommt auf die Bühne und alle wissen nicht so richtig, was passiert. Denn eine Probe ist wahnsinnig wenig für einen Quartettsatz. Zudem mit Partnern, die man sich weder ausgesucht hat noch kennt. Aber was uns wichtig ist, ist, dass es Musiker sind, die sehr vielseitig einsetzbar sind und auch ein vielseitiges Interesse haben. Das heißt eben Kammermusik oder Play Conduct, Kammerorchester leiten, natürliche Soloabende spielen, also alles, was man mit der Geige in der Hand machen kann. Und was man auch bei diesem Wettbewerb zeigt, ist, wie viel musikalische Intelligenz man besitzt. Und das finde ich persönlich die absolute Notwendigkeit, um auf dem Markt, ich mag den Begriff nicht, zu bestehen. Das Finale bestritten schlussendlich 4 Teilnehmer. Die Preisträgerin Maria Judanic aus den USA spielte zunächst das Auftragswerk des Wettbewerbs Im Garten zu spielen von Manfred Trojan. Sehr melancholisch angelegt, dem Maria Judanic dennoch viele Facetten abgewann, um dann im Brahmschen Violinkonzert umso mehr zu glänzen.